Leute, hier bin ich wieder, eure liebe Dodo und dein neuer Part von The Legend of Zelda Twilight Princess. Dann schauen wir mal, was wir hier im Schattenreich so alles Schönes machen können. Na toll, jetzt fängt das schon wieder an. Jetzt kommen wieder diese dämlichen scheiß Monsterviecher. Mal gucken, wie viele jetzt. Eins, zwei. Ah ja, gleich drei. Gleich drei auf einmal. Supi-di-dupi. Damit es auch ja lohnt. Verdammt, sie haben uns eingekreist. Aber die wollen bloß nicht unterstützen. Im Grunde sind das kleine Fische. Mit denen müssen wir uns gar nicht lange aufhalten. Du schaffst das sicher allein. Los, mach sie fertig. Also, viel Spaß. Man sieht sich. Lebendig. Ah, was dauert da so lange? Wenn von den Biestern nur eins übrig ist, dann erweckt es die anderen mit seinem Schrei wieder zum Leben. Also gut, ich werde dir helfen. Mach einfach nur das, was ich dir sage. Halt B gedrückt und baue ein Kraftfeld aus. Wenn du es loslässt, machst du alle Kreise auf einmal fertig. Ah ja, okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Jetzt habe ich sie alle drei platt gemacht. Sehr gut. Ich hab's geschafft. Ich war nicht alleine, aber ich hab's geschafft. Oh, das sieht sehr tot aus. Hey du. Sei vorsichtig. Der Wald hat sich verändert. Er wurde zum Schattenreich. Von finsteren Wolken umhüllt. Hier werden die Wesen des Lichts zu Geistern, wessen der Finsternis und Dämonen beherrschen. Jetzt das ist Land. Was? Ich bin ein Lichtgeist. Wirklich? Du wildes Tier mit klarem Blick. Suche mein Licht. Fühle das Strahlen, das die Finsternis mir raubte, in diesem Tiegel. Du erhältst den Tiegel des Lichts, ein wertvolles Gefäß zum Song von Yay! In der Schattenwelt sind diese Käfer ebenso wie Menschen unsichtbar. Okay. Mit meiner verbleibenden Kraft zeige ich dir, wo du die Schattenkäfer mit meinem Licht findest. Okay. Wo dann? Sind das die Pünktchen oder was? Okay. Gut. Suche die Schattenkäfer. Die Schattenkäfer sind eine Form des Bösen. Sie klammern sich an den Strahlentau, die Essenz meines Lichtes. Okay, dokeli.
Warte mal. War doch schon richtig, oder? Ich hätte hier lang gemusst. Da. Ach, das ist das andere Licht. Hey, du scheiß Käfer. Okay, wir sind hier drin. Im Haus. Ja, ich will da rein. Dort scheint es auch reinzugehen. Genau da wollte ich nämlich rein. Sind das für Viecher? So, so habe ich noch nie gesehen. Ist doch nicht normal. Sind ja riesig. Wie eklig. Mist. Mir bloß hier zu nah. Haut schon auf. Oh, sie sind weg. Was ist hier eigentlich los? Habt ihr jetzt beide aufgenommen, ne? Okay. Okeli-dokeli. Ach, hier ist auch noch einer. So, da noch eben wühlen. Braucht doch keine Herzen mehr. Ah, da wird mir auch angezeigt, wie viele noch fehlen. Und einmal da durch. Yay! Voll dunkel. Sind selbst die Blumen eklig. Richtig, oder? War doch noch eins von den Viechern. Oh, sieht sehr statisch aus. Oh, geht's dort weiter? Okay. Oh.
So. Und jetzt alle genommen. Wow. Okay. Das ist ganz witzig, ehrlich gesagt, ne? Und wenn wir ein bisschen hin und her jumpen. Dann geht's weiter. Weiter geht's. So. Wow. Verdammt. Verdammt nochmal. Herzen. Ach, da komme ich gar nicht. Okay. Dann die dann. Dann dann die dann. Dann dann die dann. Also ich glaube, da war gerade irgendwas. Yay! Los, Affe, du brauchst nicht mehr traurig sein. Wir sind weg. Ich bin gerettet. Seitdem der Boss durchgedreht ist, tauchen hier ständig die fürchterlichen Monster auf. Gesehen, dass auch die Kinder aus dem Dorf mitgenommen wurden. Weil das irgendwie seltsam ist passiert. Yay, ich leuchte. Du hast den Tiegel des Lichts gefüllt. Das Licht kehrt zurück in dieses Gebiet. Oh yeah. Heißt das, das ist jetzt... Dabei war alles so schön dunkel. Was ist nur so toll an diesem sogenannten Welt der Licht? Man sieht sich. Heißt, ich bin jetzt wieder zurückgekehrt. Na super. Ein Affe. Mit einem sehr langen Schwanz. Ey, der hat auch noch einen Stachel. Also ein Mix aus Affe und Skorpion. Mein Name ist Firon. Sehr schön. Ich bin einer der Lichtgeister
die überhöre die Wache. Die Götter vertrauten mir diesen Wald an. Sehr schön. Auserwählter. Du bist das Tier, dessen scharfes Auge die Finsternis durchdringt, während andere nur tastend dieses Schattenreich erforschen. Yay! Du fragst dich, was diese Verwandlung bedeutet. Nö, eigentlich nicht. Ich finde es ganz cool. Sie ist ein Zeichen der erwachenden Kraft. Der Kraft, die dir dem Auserwählten Erinnerung. Yay! Betrachte nun deine neue Gestalt. Ich bin wieder ich selber. Dein grünes Gewand trug einst der von den Göttern auserwählte Held. Ich bin immer der Held. Trage es als ein äußeres Zeichen deiner inneren Kraft. Okay. Dein Name ist Dodo. Ja, so heißt ich. Du bist der von den Göttern. Das war zu schnell. Ich bin auserwählt. Ich bin der schiefe Auserwählte. Nun, Dodo, auserwählter Held. Eine dunkle Macht verbirgt sich im Schatten, im Schrein, tief im Inneren dieses Waldes. Diese verbotene Macht wurde von uns Lichtgeistern vor Äonen mit einem Bannfluch an den Schrein gebunden. Sehr. Nie sollte ein Wesen des Lichts mit der dunklen Macht in Berührung kommen. Das war unser Wille. Okay. Jetzt jedoch scheint sie nötig, um die Welt vor den Wesen der Finsternis zu retten. Willst du diese Macht nutzen? So begib dich auf den Schrein, den du im Inneren dieses Waldes finden wirst. Okay. Ich rette die Welt. Ich bin wieder ein Mensch. Ist ja schon viel schöner, ne? Ja, finde ich auch. Ist schon viel besser. Aber sie ist immer noch bei mir. Weil du ein Held bist, hast du dich in dieses wilde Tier verwandelt? Schade eigentlich. Vielleicht wärst du ja glücklicher geworden, wenn du genau wie alle anderen als Geist herumgeirrt wärst, ohne etwas zu ahnen. Also, was tust du? Gehst du zum Schrein? Wunderbar. Ich hatte in dem Schrein nämlich auch etwas zu erledigen. Was denn? Du willst doch bestimmt deinen Freunden helfen, oder? Vielleicht wird deine Hilfe ja in dem Schrein gebraucht. Also gut, dann streng dich mal ein wenig an. Und du von den Göttern ausgewählter Held. Ha, man sieht sich. Ah ja. Ich bin der Auserwählte. Wuhu! Was denn? Also dann, Zeit, die Waffen auszuprobieren, die ich dir gegeben habe. Also, du weißt schon, schwing mit der Fernbedienung und halte mit X dein Schild vorsichtig geschützt. Das ist zu anstrengend. Du sollst mir lieber dankbar sein. Ist doch nicht schwer. So. Ist doch perfekt. Vor allem das Schwert macht auch noch so schöne Geräusche. Hey, Typi. Hoch? Ah, natürlich. Du bist doch der junge Mann aus Orden, oder? Hätte dich fast nicht erkannt. So ausgeputzt, wie du bist. Ja, klar.
Ach, was ich noch sagen wollte. Es ist in letzter Zeit etwas Gefährliches geworden hier. Sei also vorsichtig. Es treiben sich immer mehr Monster herum. Deshalb habe ich den Weg zum Schrein auch verschlossen. Na toll. Aber du willst bestimmt wieder da rein, oder? Aber so wie du jetzt aussiehst, dürfte das für dich kein Problem sein. Hier. Ich hab den Schlüssel. Dankeschön. Aber der Wald hinter der Höhle ist in letzter Zeit so neblig. Da hast du ohne Licht absolut keine Chance. Du wirst ja nicht deine Lampe brauchen. Du solltest auf jeden Fall genug Öl bei dir haben. Hab gerade den Sonderangebot. Eine Flasche Öl für nur 100 Rubine. Ein echtes Schnäppchen. Ich hab keine 100 Rubine. Was? Das gibt's ja nicht. Dabei habe ich dir neulich sogar extra eine Lampe geschenkt. Naja, du kannst dir auch Öl kaufen. Schau einfach mal wieder vorbei. Okay. Okay, wir haben jetzt den Schlüssel, ein Schwert, ein Schild und sind wieder wir selbst. Im nächsten Part gucken wir dann, wie es weitergeht. Und ich sag hiermit Tschü. Mit Ö. Mit eurer lieben Kleinen.